Servus Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Köln, die Ripple Challenge Kalenderwoche 7 läuft. Wir sind unterwegs mit Krokodil mit Butterbrot, die junge Dame mit ihrem T92 ohne Clan fährt in einem 9er Gefecht mit 8er Beteiligung auf Erlenberg. Jo, guckt euch diese bescheuerte, diese tolle, ganz tolle Lackierung an. Oh Gott, da wird mir übel, wenn ich das schon sehe. Vom Weihnachtskalender. Hübsch, 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 hübsch. Ganz tolle Sache. Wenn man mal wegschauen möchte, fällt einem das viel einfacher bei dieser Kiste. So, was haben wir? Ein ziemlich flottes Teil. Zwar nur 60 km/h, aber die Spritzigkeit von dem Ding ist enorm. 76 mm Kanone, 175 Durchschlag, 150 Schaden auf Standard und 210 Durchschlag und 150 Schaden auf Premium-Munition. Da drüben haben wir schon den ersten aufgemacht. Das sind 250 mal 20. Gibt auch die erste verblättet. Nachladezeit recht flott. Ist klar, 76 mm lassen sich natürlich recht flott nachladen. Da brutzelt er schon. Die liebe Kroko ist eine Dame. Und fährt das Ding gerade lights. Sehr gut. Prädestiniert für Leitfahren. Das kann so richtig scheinen. So. Stellen wir uns ein bisschen hier hin. Wir werden ein bisschen passiv spotten. Wenn du Lust hast und was drunter schreiben möchtest, Amelie, bitte sag den Leuten, was du hier für Einbauten drin hast. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich tippe mal auf eine fixe Optik. Ich tippe mal auf einen Ansetzer. Und ich tippe mal auf Lüftung oder Waffenrichtantrieb. Oder Stabi. Na, eher Lüftung. Würde ich sagen. So. Wenn wir hier hinten was aufmachen, sind jede Menge schwere Panzer unterwegs. Einer zum Beispiel hat sich hier hinten versucht zu verstecken, schießt daneben. Wird jetzt von unserem Team komplett weggerusht. Ich glaube nicht, dass er auch noch eine geringste Chance hat. Vielleicht macht er einmal Schaden. Dann war's das. Nochmal aufmachen, damit du deinen Unterstützungsschaden kassieren kannst. T34 aufgemacht. Der hätte nicht sein müssen unbedingt. Aber die anderen trauen sich nicht drüber. Da unten wartet schon die Meute. Sehr schön. Aufklärungsschaden 1281. Wichtig ist, mit dem Light niemals stehen bleiben, immer beweglich bleiben. Es sei denn, man hat ein passives Setup drauf, das heißt eine Schere und ein Tarnnetz. Ist ja nicht der Fall, deswegen aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen. Noch ein. So, sehr schön. Hast du vorhin noch eine eingefangen vom AMX? Bewegen, bewegen, bewegen. Scheint sich jemand oder scheint sich niemand so richtig für dich zu interessieren. 822 Schaden gespottet, allein vom E75, das ist fein. Hier geht's wieder fein nach oben. Ready to fire. Oh, schöner Schuss. Wir sind bei 862 Schaden insgesamt. Und es geht noch ein bisschen mehr. Jawohl. Tschüss, WZ. Fein. Also die junge Dame kann echt leid fahren, das kann man echt nicht meckern. Gibt dem Team hier die richtigen Impulse, macht Fahrzeuge auf, klickt hier und da mal die eine oder andere Kette raus, dass man es leichter hat, die Fahrzeuge dann direkt rauszunehmen. Das Wichtigste ist immer, für die Lights freie Fahrt lassen. Ah, was haben wir denn da? Wurzel 6 sieht nicht so gut aus. Der Gegner kontrolliert das komplette Ufer 1, 2, 3, 4 und 5 und ein Teil unseres Ufers. Das ist natürlich nicht so gut. Hier können wir uns hinstellen, jetzt können wir versuchen ein bisschen zu snipern. Schaden am T34 rechts in den Turm.
Seitlich und rein damit. Jawohl, sehr schön. Da kriegen wir auch einen Schuss drauf. Hallo, hallo. E75. Upsala. Einmal in die Versenkung fahren, sehr schön. Ist schon toll, wenn es keine Artillerie gibt. Kann keiner hinter Hügel schießen. Immer in Fluchtrichtung stellen, sehr schön. Abgeprallt. So, wo kriegen wir noch ein bisschen Schaden her? 3 zu 7 ist nicht so dolle. Tatsächlich getroffen. Meisterhaft. Sehr schön. 1779 Schaden haben wir. Ein Kill haben wir. Wir haben 2747 Schaden gespottet. Und das ohne Artillerie. Nur mit schweren Panzern. Ein TD, aber der ist schon raus. Ja, dreht sich gerade zu dir. Wenn er ein bisschen weiter rausfährt und den Turm wieder zur Seite dreht, dann ist er dran. Nee, der preist ab. Das hätte ich dir sagen können. Da preist ab. So. Gegner steht bei uns im Cap. Nicht so fein. Wird allerdings genullt. Ich vermute von der Lorraine unten. Rechts in der Ecke. Auf K9. Jetzt könnte was werden. Au, ungenau. Ungenau. Eieieiei. Abgeprallt. So verdammt. 29 Schuss haben wir noch und wir schießen inzwischen mit EPCR. Jetzt, das müsste gehen. Tatsächlich abgeprallt, gibt's ja nicht. Wenn der 110 dahin nicht wäre und der Revolutionär, könnte man es probieren direkt. Und raus ist er. Wer hat denn rausgenommen? Objekt 257, alles klar. So, einer ist nur im Cap. Eigene Team fährt zurück, um den Cap zu bewachen. Es steht inzwischen 8 zu 8. Wir haben ordentlich aufgeholt. Jetzt geht's gegen den 110er oder gegen den M4A1 Revolutionär. Aha. Da bist du offen. Objekt 257 wird direkt nach vorne geschickt, um da Vorarbeit zu leisten. Im direkten Nahkampf ist ganz klar, haben wir gegen schweren Panzer keine Chance. Da fliegen schon die ersten Kanonenkugeln. Ab nach unten, in die Flanke fahren. Dafür ist das Ding ideal geeignet. Wir sind inzwischen wieder auf AP gewechselt. Nicht zu nah am Wasser fahren. Ein hinterher, jawohl. Sehr schön. Häuser ausnutzen, vorsichtig auf der linken Seite. Der Franzose, der hat eine böse Kelle. Jetzt, verdammt. Sehr schön. Gepiesackt und angezündet. Sehr schön. Direkt in den Tank. Sehr fein. Da ist er raus. Toll zusammengearbeitet mit dem Objekt 257. Jetzt ist das gegnerische Objekt 257 ebenfalls hier. Und der Revolutionär steht immer noch in der Mitte. Das wird nicht ganz so einfach. Wir sind bei 2463 Schaden. Und immer noch bei 2747 Schaden, die wir gespottet haben. So, da ist der Franzose. Links hinter dir. Permission to engage. Nee. Kriegst keinen Schuss drauf. Lässt das Objekt 257 jetzt allein. Nicht so richtig. Jawohl. Der Schuss ging daneben. So ein Glück für dich. Nee. Abgeprallt. Solange wie der beschäftigt ist, kann unser Objekt 257 da drüben machen, was es will. Inzwischen steht es 11 zu 10. Wir haben das Spiel komplett gedreht. Sah vorher deutlich schlechter aus.
drüben haben wir eine Sue. Da drüben ist der Franzose. Hat zwar eine gute Kanone, aber die Beweglichkeit bei dem ist ein bisschen eingeschränkt. So, unser Objekt ist auch raus. 13 zu 11 steht's. Inzwischen hat auch die Su 101 das zeitliche gesegnet. Jetzt kommt es darauf an, koordinieren, neu angreifen. Fehlt mir ein bisschen immer so gegen Ende, dass irgendeiner das Zepter in die Hand nimmt und sagt, wir greifen alle über eine Insel an oder halt hier zum Beispiel über die rechte Seite. Dann weiß auch ein Scout zum Beispiel, wo er Licht machen soll. Bin nachher gespannt, wie viele Kilometer du gefahren bist. Also bei dir gibt es immer Kilometergeld. Ständig müssen die Ketten gewechselt werden. Echt übel. Nichts geht auf. Ah, der Franzose hat sich da oben auf den Hügel gesetzt. Und das Objekt ist ebenfalls dort. Möglichkeit für dich, ein bisschen Druck zu machen und zu cappen. Oder auf die linke Seite zu fahren. Und wenn sie sich versuchen, hinterm Haus zu verstecken, kannst du direkt aus der Flanke heraus angreifen. Dürften normalerweise auch alle beide penetrierbar sein. Die zeigen dann nämlich genau ihre Seite. Und das wäre schlecht für sie. Der da zum Beispiel. Hallo, der geht daneben. APCR, eigentlich unnötig. Brauchst du nicht. Da kommst du auch von der Seite ganz normal durch. Wenn du auf normale Munition gewechselt, genau so. Beide sind noch am Leben. Gleich wieder aufmachen. Okay. Nee. Jetzt kannst du stehen bleiben. Der ist abgelenkt, kannst stehen bleiben. In Ruhe einzählen. Ah, verdammt. Mit Premium-Munition kommen wir da nicht durch. Jetzt sieht's besser aus. Der ging daneben. So, 21 Schuss haben wir noch. Noch einen hinterher. Jawohl. Schön hinten bleiben. Eieieiei. Direkt ins Munilager. Weg war's. Bombenrunde. Über 3000 Schaden. Über 2700 Schaden gespottet. Schauen wir uns mal an. Als erstes natürlich wieder ein Bildchen. So sieht das Ding aus. 1, 2, 3 Köpfe gucken raus. Mehr werden es nicht mehr. Da haben wir noch so ein Foto. Netter kleiner Teufel. So, wir haben Confederate bekommen. Wir haben Firefax, Schläger, Spotter, die erste Gunmark. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ein goldenes M. Das hast du dir redlich verdient. 126.000 haben wir eingenommen. Am Ende bleiben 6.000 übrig, weil wir 117.000 für Munition ausgeben. Alter Schwede. Also hier und da hätte Bremen Munition nicht sein müssen. Am Ende haben wir aber das Spiel gewonnen und das ist, glaube ich, ein bisschen egal. Knapp 7 Kilometer gefahren. In der kurzen Zeit, in 13 Minuten, okay. Warum nicht? 41 Schüsse abgefeuert, 30 haben getroffen, 19 haben nur geschlagen. Haben dann am Ende für 3228 Schaden gesorgt. Ein bisschen was über 300 Meter. Kanone ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben Basis-XP 1244. Reicht für ein M, okay. Warum nicht? Auf der Gegnerseite. Der Objekt 257 mit 3 Kills und 3083 Schaden. Bist du auch noch drüber. Warum nicht? Feine Sache. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte fleißig draufklicken, damit die liebe Kroko das Ding hier gewinnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.